Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier vor den größten Kirchentoren der Welt, der Kirche Herz Jesu in München-Neuhausen. In Krisenzeiten wie diesen zeigt sich das Gesicht der Menschen noch deutlicher als sonst. Während die einen sich eher ängstlich zurückziehen, krempeln die anderen jetzt erst recht ihre Ärmel hoch. Ich bin in unserem Bistum für geflüchtete Menschen zuständig. In Corona-Zeiten hat sich deren Situation noch einmal erheblich zugespitzt. Darum danke ich allen, die als Helferinnen und Helfer mutig weiter an der Seite der geflüchteten Menschen stehen. Ich bin voller Bewunderung für die, die auf Moria und anderswo für jene sorgen, die von einer blamablen europäischen Politik im Regen stehen gelassen werden. Ich bewundere alle Seenotretterinnen und Seenotretter und ich finde es einfach toll, was die Äbtissin Mechthild Thürmer für unser Kirchenasyl tut. Mir selbst ist noch einmal während der Pandemie Folgendes aufgegangen, nämlich dass die, die als Flüchtlinge bei uns sind, nicht als Opfer betrachtet werden dürfen. Denn sie haben uns doch so viel an Erfahrung, wie Krisen zu bewältigen sind, voraus. Dazu kommt mir folgende Erinnerung in den Sinn. Als ich 6 Jahre alt war, setzten meine Eltern mich in den Zug mit einem kleinen Schild um den Hals, Rainer will zu seiner Oma. Für mich war diese Reise ein kleines Abenteuer, ja eine Heldentat. Die Kinder, die begleitet oder unbegleitet zu uns als Flüchtlinge kommen, sind oft nicht viel älter als ich damals. Aber was mussten sie schon bestehen? Oft waren sie Verfolgte in ihrer Heimat und mussten dort unter großer Not leben. Sie waren grober Gewalt ausgesetzt und mussten durch Wüsten und übers Meer immer in Angst, ihr Leben zu verlieren. Unsere Kirchentore öffnen sich weit, so wie sich Jesus jeden Menschen öffnet. Verschließen wir uns nicht den geflüchteten Menschen, sondern haben wir ein weites Herz für sie, so wie Jesus selbst.